Und willkommen zurück zu Forspoken. Heute geht es nach Avalet. Wie weit ist es jetzt überhaupt? 925 Meter. Das ist ja eigentlich gar nicht so weit entfernt. Hörst du das? Die Schreie der Gebrochenen. Und schuld daran ist wirklich Prav? Ich glaube ja. Wie? Was? Die Schreie der Gebrochenen. Ei. Also denke ich mal, dass wir Tanta Prav als nächstes gegenüberstehen werden, glaube ich. Das ist jetzt meine Prognose für die jetzigen Folgen. Ei. Ja, ja, du doofer Ogre. Lass mich in Ruhe. Ich will jetzt nicht kämpfen. Bam, 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 bam. Kurze Frage. Eine kurze Frage habe ich. Können wir zufällig jetzt da hoch? Ich werde ja bekloppt. Guckt's euch an, ey. Das ist voll gut. Okay, warte. Warte, warte, warte. Dann machen wir das so. Ja! Yay, wir kommen endlich da rein. Bleib bloß draußen. Lass mich raten. Jetzt musst du erst recht hinein. Ja, natürlich. Rein da. Ab dafür. Oh, ist das cool. Jetzt können wir endlich mit der neuen Fähigkeit hier hohe Berghänge hochklettern. Das ist doch toll. Sehr schön. Schloss des Labyrinth-Hügel. Mal gucken, was hier wieder auf uns lauert. Trotz der ganzen Kritik, ne, von dem Spiel, macht es mir tatsächlich wirklich Spaß, es zu spielen. Und ich kann auch nicht aufhören. Alles voll ist. Ich schätze, ziemlich alt. Ja, die Frey ist ein sehr schwieriger Protagonist. Und man schätzt dann ruhige Protagonisten dann noch mehr wert. Das habe ich jetzt alles schon gelesen. Aber trotzdem macht es irgendwo Spaß. Also, ich habe da sowieso nicht so hohe Ansprüche. Das habe ich ja schon mal gesagt. Also, ich bin froh, dass ich mir selber ein Bild von dem Spiel gemacht habe. Dass wir das jetzt hier trotz nicht so vieler Viewerzahlen natürlich und Aufrufzahlen trotzdem Angst? Noch Zeig spielen. Denen, wie es gemacht wird. Weil, wenn ich was anfange, dann will ich es auch zu Ende bringen, Leute. Nö. Nicht wahr? Ich finde das ätzend jetzt irgendwie, weil jeder natürlich Interesse hat, an Hogwarts Legacy das zu gucken, jetzt dieses LP zu unterbrechen und zu pausieren und dafür Hogwarts Legacy anzufangen. Das finde ich einfach Schwachsinn. Ich bin nicht so ein Typ. Wenn ich eine Sache anfange, dann bringe ich die auch zu Ende und mache das andere dann ganz in Ruhe und dann starten wir ganz entspannt dann in Hogwarts Legacy irgendwann durch. Was zum Geier ist denn... Oh mein Gute, was... Oh Gott. Oh Gott. Oh shit. Okay, wir konnten das noch retten, die Situation. Das ist gut. Also los. Diese Begeisterung. Wow, das hat echt viele. Oh nö, nicht diese Fliegedinger. Oh ja. Attacke, Männer. Eieiei. Gib dich tiefer hinein. Okay. Ich geh schon mal weiter, ne? Foto und Jabberwock. Ist echt krass. Gegen ihn wirst du alle Register ziehen müssen. Ja.
Jabberwock. Das klingt wie Jabberwock hier aus der Realverfilmung von Alice in Wonderland. Das ist ja witzig. Komm schon. Was magst du denn nicht, mein Lieber, hä? Komm schon. Wir müssen seinem Blick also ausweichen, dass er uns nicht sieht. Ich verstehe. Ach, du schickst dir deine Handlanger auch noch. Das ist ja toll. Es ist ja toll. Autsch. Nicht sehen! Tief durchatmen. Es geht bald vorüber. Ei, 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 ei. Oh ja. So, mal gucken, ob das klappt. In gleich gedamaged. Mal gucken, ob ich jetzt noch einen Feuerstoß machen kann. Oh ja. Alter Junge. Ernsthaft? Yep. Ja, Bleikranz, was ist das denn? Bruchsplitter sind kristallisierte Konzentrationen des Bruchs. Aha. Sieh mal einer an. Oder müssen wir jetzt unbedingt Heiltränke wieder herstellen? Er hat uns ganz schön das Leben schwer gemacht, doch. Wir haben erfahren, dass die Bewohner Afias diese Kerker verschlossene Labyrinthe nennen. Offenbar ist es ihnen verboten, sie zu betreten. Die Tantas sind davon selbstverständlich ausgenommen. Diese Geheimniskrämerei ist ein untrügliches Zeichen, dass sich in den Labyrinthen etwas sehr Wertvolles verbergen muss. Bisher haben wir nichts gefunden, aber die Existenz einer alten Waffe scheint immer wahrscheinlicher. Ich sende heute Abend die Erkenntnisse unserer Suche an den Kommandanten. Hier war der Zutritt also streng verboten. Und der Bruch macht es nicht einfacher, diese Orte aufzusuchen. Jetzt gibt's einen neuen Umhang, ne? Ich bin ja gespannt. Was wohl damals hier passiert ist? Ein uraltes Kleidungsstück. Bestärkt den verursachten Schaden bei vollem TP. Oi. Mannigfalt. Ja, mei. Schönes Ding. Können wir den gleich mal ausrüsten? Verteidigung. Machen wir. Nehmen wir. Witzig. Okay. Oje, 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 oje. Frey! Nein. Nein? Einfach nein? Na gut. Besser als wenn sie wieder flucht. Sorry. So. Wow. Ah,
Voilett, oh mein Gott, sind wir jetzt hier? Das ist der Ort aus der Demo. Aua. Und unfreundliche Hirsche gibt's ja auch schon, oder was? Das ist ein Strafregister. Ich habe manchmal Gesetze gebrochen. Aber nur, weil es nicht anders ging. Aha. Weißt du, Tanta Craft bestimmte den Sittenkodex für ganz Ethia. Ihr moralischer Kompass galt als unfehlbar. Für jedes Vergehen wusste sie die gerechte Strafe. Ah, ja, gerecht. Kapiert. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ganz genau. Das Abtrennen von Gliedmaßen war eine ihrer Lieblingsstrafen. Was? Was? Das ist doch nicht wörtlich gemeint. Wann immer ein Dieb für schuldig befunden wurde, hieß es, ab mit den Händen. Ab mit dem Kopf. Na, dann hätte ich definitiv ein paar Gliedmaßen verloren. Mehr als ich zugeben will. Lass mal gut sein jetzt. Ah. Ja, da sind wir ja jetzt hier. Oh. Glaubst du, das ist dieses Gerilkraut? Gerilkraut, genau. Das ist durchaus möglich. Mal sehen, ob es das arme Mädchen wie erwartet beruhigt. Ein duftendes Kraut mit einem erfrischenden, süßen Aroma, das in Avolet gedeiht. Es ist eine hochgeschätzte Zutat für Arzneien. Das ist Reich von Jenun für seine Heilpflanzen berühmt, aber auch in Avolet gibt es viele Arten, die man sonst nirgendwo findet. Warum so viele einzigartige Kräuter dort wachsen, ist nicht bekannt. Aber die schier unerschöpflichen Mengen frische Quellwassers könnten damit zu tun haben. Sieht voll lecker aus. Jetzt fehlt nur noch das Harz. Dann haben wir alles. Ja. Coole Sache. Wusste gar nicht, dass das so schnell geht, dass wir das jetzt schon kriegen. Was wollte ich jetzt sagen? Das ist für die Herzkönigin. Ab mit dem Kopf. Ab damit. Lol, jetzt sind wir hier. Hier am Ort des Geschehens. Eine Demo. Bam. Wohlala. Hier gefällt es mir irgendwie besser. Hier ist es nicht so wüsterig, so dunkel, so rot. Hier ist schön Natur und grün. Ach, guck's dir an. Hier hast du diese komischen Harpien. Ladies. Ein Turm, ein Glockenturm und eine Zuflucht. Eine Zuflucht, die ist schön. Aha. Yay. Dann ab dafür, Rainer. So, aufwerten. Was können wir dann aufwerten? Guck mal, hier können wir zum Beispiel das so machen. Und TP-Trefferpunkte können wir, glaube ich, auch so. Mal, da können wir auch noch ein bisschen was. Oh, das ist gut. Hohe Gegnerzahl, erhöhtes Ladetempo. Wenn manchmal so eine ganze Horde auf uns zugesprintet kommt, ist das praktisch, dass das Ladetempo dann erhöht ist. So, Mizi. Herstellen. Materialbeutel 14. Sehr gut. Es wird langsam. Vor langer, langer Zeit errichteten die Tantas turmhohe Steine in ganz Ethia. Die Macht der Tantas war so groß, dass die Steine schon wenige Augenblicke, nachdem die Tantas beschlossen hatten, sie aufzustellen,
im ganzen Land erschienen. Eines Tages werden diese Steine, diese Monumente, unser geliebtes Afia retten, sprach eine der Tantas mit erwartungsvollem Blick. So, weiter geht es. Bitte, bitte, bitte. Das heißt aber auch, dass wir jetzt demnächst auch die Krokus sehen werden, wa? Dass wir wieder einen auf Crocodile Dundee machen müssen. Das sind doch hier die Gegner, die wir schon in der Demo gesehen haben. Wir werden gegrillt. Lockenturm. Wow. Sehr gut. Ach, zur Brücke müssen wir, ne? Stimmt. Da wartet doch einer der Schergen von Tante Brav bestimmt auf uns. Wow, sieh dir mal die Möchtegern Robin Hoods an. Das sind Bravs Schergen. Und anscheinend wollen sie uns nicht vorbeilassen. Dann müssen wir sie wohl ganz lieb drum bitten. Ich weiß, was du mit lieb bitten meinst. Woran erinnert mich das? Ist das so ein bisschen Zelda-mäßig, ne? Die ersten Töne. Da fliegt der Bogen. Die kennen wir ja schon. Die gute Dame. Oh Junge, lass mich raten. Das Ding ist extra übel? Mhm. Ich fürchte ja. Behalte nur diese Waage im Blick. Es sind wie kein gutes Gefühl bei der Sache. Diese schwarzen Ritter, die geflügelten Ritter von der Sailor, ne? Barmherzige Richterin. Grace magische Kräfte wurden erhöht. Sehr gut. Die gnadenlose Vollstreckerin von Pravs Willen. Küstenfeilchen. Stimmt, die gab es ja auch noch. Wie weit noch? Wir nähern uns. Noch nie so viele Bäume gesehen. Ja, Avoalet ist definitiv grüner und einladender als Prelust. Ja. Aber der Bruch ist hier genauso schlimm, oder? Ich fürchte ja. Und von hier an wird es noch schlimmer. Was? Aber ich genieße es gerade ein bisschen, hier rumzulaufen. Wie er schon sagt, einladender irgendwie und schöner. Wenn hier nicht ständig diese komischen Buchtzombies anrücken würden. Diese komischen goldenen Eidechsen. Yep. Oh Leute, ich will doch nur die Kiste. Gib mir noch die Kiste. Geht doch.
ganze Widerwort und dieses ging an Arbeiten. Braucht doch niemand. Pow. Pow. Wo ist er? Oh, hier ist wieder ein Gegner noch irgendwo. Da. So, gib die Truhe her. Münze? So. Noch eine Brücke. Müssen wir die ganzen Brücken kalt machen oder was? Stilllegen. Wow. Aua. Wie kriegen wir einen Umhang? Guck mal. Schöne Sache. Ach, hier haben wir wieder Gusel. Gusel haben wir hier wieder. Ach, schön. Schöne Erinnerungen kommen da hoch. Rosa. Da ist er, der Riesenvogel. Yay! Gib her die Belohnung. Oh, ist ja schön. Umsichtig. Schütze den Gegner. Den Träger gegen Benommenheit. Das ist doch schön. Schöner blauer Umhang. Wir tragen erstmal weiter den. Wir können den ja immer noch anziehen. Im Moment bringt das jetzt noch nichts von den Punkten oder von den Vorteilen, die er mir hier verspricht. Was? Was ist da? Was ist da hinten? Wilder Moschus. Kiste! Ich stehe mit dem Weg rum. Was ist hier? Ach, das ist das. Ich verstehe, alles klar. Alter, wie hoch der mich einfach auch teleportiert, ne? Ganz von allein. Ich muss gar nicht viel zutun. Ich aber noch mal kurz hin. Ich bin neue Miezi-Katze. Mannschaft schießen mit der Miezi. Nicht weglaufen. Nicht weglaufen, bitte. Einhornkatze. Süß. Oh, brave Miezi. Meine Güte, eine richtige Katzenflüsterin. Sana, eine von Tanta Plas Vertrauten. Sie scheint keine Angst vor dem Bruch zu haben und hüpft üblicherweise munter in der Amulett herum.
Sanna war für die Ernährung der Bürger zuständig. Sie bestand stets darauf, dass die Leute mehr frischen Fisch essen sollten, da Avalit mit reichen Fischbeständen gesegnet war. Viele nahmen an, dass es mit ihrer Vorliebe für Meeresfrüchte zusammenhing, doch sie wiederholte immerzu, dass ihre Empfehlungen allein auf dem Nährwert fußten. Natürlich, es ist nur wegen dem Nährwert. Lustig. So, alles klar. Mizi haben wir kennengelernt. Neue Vertraute, jetzt haben wir schon 3. Das ist doch toll. Gehen wir mal zur Brücke. Zur Brücke? Aua. So, Keuler mitnehmen. Schnell im Vorbeigehen gehen. Erstmal kurz hier den Glockenturm aktivieren. Woll. Wow. Okay. Super Brücke. Dann haben wir wieder unsere Freunde. Für komische Goblins oder Kobolde, hä? Prächtig. Und was haben wir hier? Wir haben eine Herausforderung in Erinnerung. Was zur Hölle soll das? Ich bin nicht ganz sicher. Vorsichtig. Achso, besiege den Boss. Ja, alles klar. Go. Ach, guck mal einer. Was das? Das war schon. Wir sind doch noch mehr rumgelaufen. Gut. War ein bisschen zu einfach, ne, Leute? Was sind das? Fliegende Felsen. Das wird ja immer komischer hier. Eieieiei. Da ist ein Mutant, Leute. Und eine Truhe. Das ist so cool. Ey, ich seh's euch. Wenn man den Dreh erstmal raus hat mit diesem Wandlauf, ne? Mit diesen Hinworfen und diesen Blöcken da an der Wand, dann bockt das richtig.
sehe ich schon wieder ein Labyrinth. Ah. Da gibt's wieder einen Umhang. Alter, wie viele Vielleicht gibt's da drin was Cooles. Testen wir dein Bauchgefühl. Wie viele Umhänge wir dann letztendlich irgendwie am Ende haben werden, das frage ich mich. Nageldesigns, Ketten, Umhänge. Dieser Adrenalinrausch. Das Bläuche gefällt mir gleich viel besser. Nicht aufwachen, nicht aufwachen. Werden sie nicht, wenn du ruhig bist. Ja, natürlich. Ja, findest du auch, dass sie aufgepasst aussehen? Das ist nicht so gut, was mich interessiert hat. Kurzen Prozess hier mit rum. Ihr hättet doch einfach liegen bleiben können. Dann hätte niemand irgendwie... Ich kann überhaupt nichts sehen! Tief durchatmen. Es geht bald vorüber. Können die mich hier alle blenden? Das ist ja interessant. Oh shit, das sind echt viele. Du weißt, was zu tun ist. Oh Gott. Eine Weggabelung. Die Qual der Wahl. Schon wieder. Wo kam ich denn her? Wo kam ich denn raus? Kann man das anders sagen? Das scheint aber richtig zu sein, weil... Hier scheint es nicht weiter zu gehen. Ein Feder. Gerdmarsch. Gerdmarsch. Hilfe. Verdammt! Sorry. Aber ich finde es gut, dass die hier versucht haben, so ein bisschen mal anderes Design zu haben, zu machen. Wenn wir schwimmen. Können wir ins Wasser? Ja, können wir. Sehr gut. Sehr schön. Wow, lala. Dann heißt es wohl umkehren. Moment. Was haben wir hier? Die Münze. Es ist so cool. So, jetzt gehen wir weiter. Kapau. Eine neue Truhe. Ich habe heute Antwort vom Kommandanten erhalten. Ich kann es kaum fassen. Er denkt, dass die seltsamen Gebilde, die wir gefunden haben, von Afias erster Tante errichtet wurden. Aber das ist noch nicht alles. Die alten Waffen könnten sich darin befinden. Teile einer legendären Waffe, die sich tief in jedem dieser Labyrinthe verbergen. Unsere Befehle sind klar. Wir sollen alle Teile an uns bringen. Afia kann uns nichts mehr entgegensetzen, sollten wir Erfolg haben. Eine Waffe? Hier drin? So scheint es. Und wer auch immer bereits danach gesucht hat, war wohl etwas übereifrig.
Das war doch in dem anderen Labyrinth auch schon irgendwie die Rede von einer besonderen Waffe. Oh, schau dir das an. Ah, ja, viel Glück. Mehr hast du nicht zu sagen? Danke, Ralf, danke für deine Unterstützung, deine mentale. So, ihr seid entlassen, Männer. Ja, ja, chillt, chillt. Was wohl damals hier passiert ist? Erhöht die Rate kritischer Treffer und beschleunigt das Aufladen von Schubmagie über ausreichenden Abstand zum Gegner. Wow. Okay. Na dann. Dann kann's ja weitergehen, wa? Marathon. Tiefen noch der Verderbnis. Also dann, immer vorwärts. Ah, hier haben wir wieder so einen Strudel. Alles klar. Na dann, wollen wir wieder tauchen. Gegen die Gesetze der Physik. Der Naturgesetze. Der unberührte Wald. Vielleicht ändert sich die Musik. Sehr cool. So eine Musik könnte ich mir auch bei Hogwarts Legacy vorstellen. Wie weit noch? Wir nähern uns. Witzka, Herr Kapitän. Weißt du, der Geruch von Leichenharz erinnert mich an die Pfannkuchen einer meiner Pflegemütter. Was ist eine Pflegemutter? Jemand, der sich um Kinder kümmert, wenn die Eltern es nicht können. Verstehe. Und viele Pflegeeltern scheren sich nicht um einen. Nur eine war anders. Ava. Sie war nett. Sie machte Pfannkuchen mit Sirup für mich. Von ihr waren meine ersten Bücher. Was wurde aus ihr? Sie heiratete und bekam selbst Kinder. Tut mir leid. Aber das ist lang her. Lass uns jetzt Beilchen suchen. Okay. Aber sie haben keine Aufmerksamkeit mehr gekriegt oder keine Liebe oder... Warum hat sie... Dann ist sie auf die schiefe Bahn geraten und wollte die Pflegemutter vielleicht nichts mehr mit ihr zu tun haben. Oder als sie, spätestens als sie volljährig wurde, na, dann hat sie ihr eigenes Ding gemacht. Und hat sich deswegen wahrscheinlich auch nie irgendwo zugehörig gefühlt und geliebt gefühlt. Alter,
Jetzt guckt es euch doch an, ey. Guckt es euch an. Oh. Aua. Oh Gott. Oh. Aber. Nein. Hinter die Frau ist echt übernatürlich. Kein anderer würde so einen Sturz überleben. Dieser Schimmer hier, ne? Dieser blaue. Sieht aus, als wäre die Luft rein. Fühl dich nicht so sicher. Hm? Ach, guck mal. Da schlängelt er sich wieder durch die Landschaft. Oh, da sind sie. Da sind sie. Also. So. Oh, voll. Es fehlen mir echt die Worte. Es ist so toll hier. Mit der Blumenwiese ist im blauen Schimmer. Blau ist sowieso meine Lieblingsfarbe. Also bis jetzt mein Lieblingsort hier. Oh. Eine Zuflucht. Ja dann. Schöne Sache. Gut. Dann müssen wir wohl oder übel wieder hier einen Stopp machen, weil die Folge ist schon wieder rum. Miezi. Ganz ruhig. Miezi. War schon 3 Stück. 3 Miezis. Aber die andere chillt ja auch noch. Wo ist die blaue? Hei. Cool. Okay, warte. Wir können den ja so zurechtbasteln, ne? Wie wir das brauchen. Dann legen wir erstmal den an, wa? Vielleicht können wir auch mal die Nägel irgendwie umverteilen, umändern. Schick. Hui. Oh, wir docken uns hier nochmal ein. So, Jungs und Mädels, wir hauen uns in die Koje. Und dann sage ich wieder, bis zum nächsten Mal.